Leute, wir haben jetzt den 26. September 2022 und ich habe gerade jetzt gerade bei Namra gebucht. Wirklich jetzt gerade. Ich werde einfach vom 25.12. bis zum 1.1. Ist leider nur eine Woche, aber bei Namra machen, inshallah. Oder Regensort warte ich gerade, dann denke Wallah. Ich dachte mir einfach, ich nehme euch einfach mal mit, Leute, damit ihr einfach seht, wie das ist. Und wir sehen uns, wenn ich abfliege, inshallah. So Leute, wir haben 8:20 Uhr. Ich habe gerade noch Falltiere gepackt. Ich fahre ungefähr eine Stunde los. Ich gehe jetzt was essen. Pack meine letzten Sachen weg und dann fahren wir rüber nach Düsseldorf Flughafen. Leute, kennt ihr Stress? Ich bin sein Onkel, Digga. Einfach mein Vater ist krank geworden. Mein Bruder hat Corona bekommen. Ich muss jetzt mit der Bahn zum Flughafen fahren. Wow. Total befehlen, jetzt einfach mit drei Taschen hier rumzulaufen, Digga. Ich schwöre. Und dann bin ich noch Araber. Alhamdulillah, ich bin jetzt in Düsseldorf. Ich muss nach dem Stand vom Balchok suchen. Ich hab Luxus gebucht, ja. Einfach alleine drin, ja. Diese VIP, wisst ihr, so TikToker. Oh, der braucht mich besser. So TikToker und so, wisst ihr, was ich meine, so. Wanda, guck mal, wie es aussieht. Wo mit der, aber die Wii. Wii. Ich bin im Flughafen angegangen. Und ich hab an den Stand gefunden. Ich sehe auch schon viele mit Abayas und so. Ja, nicht vor viel fliegen heute in Yamura. Allgemein sind voll viele in Amra momentan. Vielleicht kenne ich da jemanden, wer weiß. Guck dich mal, wie voll. Ich dachte, Weihnachten ist leer, aber. Ja. So, Leute, ich habe einen Tipp bekommen. Bro, es hat so lange gedauert. Ungefähr eineinhalb Stunden haben wir gewartet, Digga. Nach einem gemeinsamen Mitgebet gehen wir zu den Gates. Taschen und abgegeben. Wir fliegen, inshallah, nachher eineinhalb Stunden. Ich muss jetzt mal zusehen, wo ich bete, Digga. Ich hoffe, die haben hier eine Moschee. Leute, ich war gerade beim Gebetsraum in Düsseldorf, den kennen ja einige. Der war so voll. Ja, auf jeden Fall. Bro, das war so voll gewesen, alle haben einfach draußen gebetet. Ja, ne, Gate C30 war einfach gerade Gebetsraum, Wallah. Das ganze Mini-Gelüsch-Truppe, ja, ne. Mini-Gelüsch-Gelüsch-Gelüsch-Gelüsch-Gelüsch, möge Allah sie belohnen. Ich bin zu unserem Reiseleiter gegangen. Ich saß ein bisschen mit dem Al-Haram, der war so alleine. Auf einmal hat sich rausgestellt, der teilt sich mit mir ein Zimmer. Das ist krass. Wallah, draußen herbe, ehrenloses Wetter. Aber ich bin gleich weg. Wir haben einfach einen Bildschirm, Fernbedienung, Kopfhörer. Ich flieg gleich los. Erstmal mein Leben kriege ich Essen im Flugzeug, Digga. Typisch alles Beste. Habibis, wir sind angekommen, alhamdulillah, in Istanbul. Im neuen Flughafen, Digga. Das sieht einfach aus wie Katar oder Kano, was richtig krass. Wir warten jetzt auf die letzten Leute aus der Gruppe. Dann gehen wir rüber, beten erstmal nach, ziehen unseren Ihram an, fassen die Absicht. Leute, ich hab den Ihram an, Digga. Ich sehe jetzt aus wie ein wahrer Wahid. Ich habe Angst, dass das irgendwie abfällt. Aber da war ein Achi gerade, der hat das so stramm gezogen, Bruder. Ich kann fast nicht mehr atmen. Leute, wisst ihr, was nicht fehlen darf, wenn ihr in Istanbul seid? Ich gehe nicht weg, bis ich einen Burger habe, Digga, ist mir egal. Damit ihr Bescheid wisst, ich habe keinen Burger bekommen. Ich habe 8 Euro Wasser, sind auf dem Weg zum Flieger. Wir haben ja gerade die Absicht gesprochen zusammen. Geht nach Jeddah erstmal und von da aus dann nach Mekka, inshallah. Ich werde keinen Schlaf haben, aber inshallah gibt mir Allah genug Kraft. Labbaik Allahumma labbaik. Ich bin herbe tot von der Reise, Digga, bin ich ehrlich, weil man ist einen ganzen Tag fast unterwegs. Kommt natürlich darauf an, wie die Fluggesellschaft, wie die Organisation das gebucht hat. Ich bin jetzt im Flughafen in Jeddah. Wallah, richtige Medina-Vibes. Gibt euch das mal. Herbe schön aus.
Da sind die ganzen Pilger, Umrah, Leute. Die gehen jetzt rüber zu unserem Bus und schauen nach. Kollegen warten. Der Sheikh, hey, dann geh ich rein, inshallah. Habibis, wir sind im Hotelzimmer drin. Chilliges. Normales. Zwei Betten. Dies, das. Die Aussicht, Leute. Ja, da sehen wir die Kabel nicht. Die ist da genau da hinten ist die Kabel. Da hinten ist diese Uhr. Wir haben einfach Baustelle vor uns. Aber real, schade. Wir sind da nicht für die Aussicht, sondern zum Pilgern. Deswegen ist mir das eigentlich recht egal. Erstmal herbe pennen, ich war so tot von der Reise gewesen. Gepennt, ich bin immer noch todmüde, aber wir haben uns ein bisschen erholt, Alhamdulillah. Wir gehen jetzt los, unsere erste Umrah vollrichten. Ich werde zum ersten Mal mein Leben mal die Kaaba sehen, Bro. Das wird schon krass. Das wird schon. Ich heul vielleicht. Ich werde es euch aufnehmen, Digga. Der erste Moment für mich, danach nehme ich euch mal ein bisschen mit. So Leute, damit ihr aus dem Ihram rauskommt, müsst ihr eure Haare kürzen oder komplett wegmachen. Genau, heute nur kürzen, übermorgen komplett rasieren. Genau. Kann ich jetzt direkt duschen gehen? Gute Friseur, oder? Beste. Noch sind meine Haare dran, noch. Ich geh jetzt erstmal hoch duschen, Digga. So Leute, ich wollte erscheinen in der Moschee beten. Ich hab mit der Moschee gebetet, aber außerhalb der Moschee, Digga. Ich hab einfach draußen gebetet. Weil es zu voll ist. Wallah, hier ist so voll. Ich gehe kurz zurück, hole mir eine Handykarte. Und dann gehe ich zu diesem Turm da und gehe was essen. Bin seit fast zwei Tagen ohne Essen, Digga. So, Babys, ich bin auf dem Weg nach oben. 16. Stock ist unser Zimmer. Ich habe jetzt die SIM-Karte eingerichtet. Ich gehe jetzt pennen, Digga, alles. So Leute, wie ihr seht, bin ich wieder in der Moschee. Aber wenn ihr glaubt oder nicht, ich habe gerade bis 14 Uhr geschlafen. Mir ging es wirklich gar nicht gut. Ich habe so viele Schmerzen gehabt und ich war übelst angeschlagen, alles drum und dran. Alhamdulillah, mir geht es jetzt besser. Nehmen wir es einfach selbst an, Digga. Ich trinke jetzt gleich. Ja, ich bleibe jetzt in der Moschee, bis Asr Gebet ist. Und später, inshallah, machen wir dann den Tawaf. Abend. Ja, ich würde die Zeit jetzt wieder ein bisschen für mich haben, wie es. Hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Jetzt ist Asr Gebet fertig. Ich wollte eigentlich noch zu dieser Uhr gehen, damit ich Geld wechseln kann. Ich hoffe, ich packe das noch. Und wir haben gleich so ein Seminar. Ahmad Mubarak heißt das. Weil wir unsere erste Umrah hinter uns haben. Morgen schalte die zweite. Ich muss jetzt auf dem Weg hier rausfinden, Digga, ist hier so voll, wallah. Leute, das krasse Gefühl ist einfach, sobald der Imam Allahu Akbar sagt, ihr seht ja gerade, wie viele Menschen hier sind, ne? Leute, ihr hört nichts mehr. Ihr hört nichts mehr außer Kinder, wenn überhaupt. Der Imam sagt Allahu Akbar, alle ruhig. Das ist so krass, subhanallah.
Was so? Das ist unglaublich so viel Dollar. Derjenige, der zu dieser Kaaba kommt, zu diesem Haus, der wird. Dann hat der Prophet a.s.w. einige Voraussetzungen genannt, aber Alhamdulillah, die werden erwähnt in den Mahdurat al-Ihram, was man während dem Ihram nicht machen darf. Und diese Städte besuchen. Die erste Offenbarung des Korans kam dort. Er hat hier die Prophetie erhalten. Als er die Offenbarung bekommen hat, ist er den gesamten Berg runtergerannt. Wir hatten gerade ein Seminar gehabt über die Vorzüge von Mekka und da wurde es mal klar gemacht, Leute, was für eine Bedeutung dieser Ort hat, was alles in diesem Ort abgespielt wurde, weil ich bin ehrlich, ich saß bis jetzt da so und ich habe die Kaaba gesehen. Ich so, Bruder, ich bin gerade hier, aber wenn man überlegt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam war hier gewesen, Ibrahim alaihi salam hat mit Ismail die Kaaba aufgebaut und ich bin da einfach vor Ort. Allah hat uns zu sich gerufen und ich war einer der Auserwählten, Alhamdulillah, darunter. Das ist nicht normal, wenn man sich das vor Augen lässt, Leute, dass man... Wer bin ich, dass ich gerufen werde? Wisst ihr, ich meine, so, womit habe ich das verdient? Das ist einfach diese Sache. Ich meine, gibt euch mal. Ich meine, hier, damals gab es nur die Kaaba und da waren halt die Häuser von den ganzen Sahabis und so weiter. Und was sich hier alles in diesem Ort abgespielt hat, das ist einfach... Subhanallah. Also die Fenster sind ein bisschen dreckig. Leute, gebt euch mal nach Aisha-Gebet. Alle auf dem Weg in die Hotels. Ich schau dir aus. Sheikh Fatih, hast du was zu sagen? Assalamu alaikum, viele gesegnete Grüße aus Mekka al-Mukarrama. So Leute, wir haben gerade 23.30 Uhr oder so. Beachtet bitte nicht meine Haare. Wir gehen jetzt rüber zur Masjid. Also ich habe jetzt vorgenommen, zwei Towers zu machen. Also zweimal sieben Umrundungen. Wir werden das annehmen. Ihr müsst euch vorstellen, man läuft siebenmal um die Kaaba herum. Ich habe Alhamdulillah so ein Buch mit dabei, wo man halt die Duas stehen. Und immer sobald ihr am schwarzen Stein seid, sagt ihr Bismillah Allahu Akbar mit der rechten Hand. Und nach dem Tawaf macht ihr dann noch zwei Raka normales Gebet. Und seid ihr mit dem Tawaf sozusagen fertig. Ich bin ehrlich, weiter aufstehen kann ich gerade nicht. Meine Beine tun weh. Ja Mann, ich hoffe, ich habe niemanden meine Dua vergessen. Es ist gerade 1 Uhr nachts. Ich zeige euch mal einfach, wie voll das ist. Leute, ich kann euch so viel erzählen, wie ich will. Ich kann das nicht beschreiben, wie es sich anfühlt, einfach davor zu sein. Das ist einfach so eine Macht, das ist einfach so eine Pracht, das ist einfach... Allahu Akbar, das ist unvorstellbar, Wallah. Ibadah stoppt hier nicht. Ibadah hat hier nie eine Pause einfach. Leute, da vorne ist die Kaaba und meistens ist nebenan immer so Semsem-Quellen. Ihr seht das überall. Sheikh Fatih macht sich schon Flaschen voll. Trinkt so viel ihr könnt, Leute. Trinkt so viel ihr könnt, nehmt so viel ihr könnt mit. Ich mache jetzt auch eine Flasche voll, inshallah. Leute, fragt einfach nicht. Wir sind jetzt gerade um 2 Uhr nachts im BK. Halal BK. Ich habe mir so ein Haram Steakhouse plus XXL geholt, aber in Saudi-Arabien. Hast du die geholt, Fatih? Bitching XL. Mashallah. Halal. Extra Bacon. Wir essen jetzt, Digga, dann gehen wir auf jeden Fall schlafen. Schlaf, ich kann nicht mehr. Ja, aber denk mal, Bibis. Ja, ich war zu fertig wach, Digga, hab aber nichts aufgenommen, weil. Wozu? Ich bin herbetot müde, ich habe 2 Stunden geschlafen oder 3 und ich mache jetzt die Busrundreise. Ich muss danach schlafen, Bro, ich bin der. Leute, wir sind hier gerade auf dem Berg von Arafa. Dieser Ort hat hier eine sehr, sehr krasse Geschichte. Und Sheikh Fatih wird jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Verehrte Brüder, verehrte Geschwister, wir sind in Arafat auf dem Berg der Rahme, der Barmherzigkeit. Der Ort, der die wichtigste Station ist im Hajj. Der Ort, der die Grundvoraussetzung ist für die Gültigkeit des Hajj. Der Ort, wo Adam a.s. und Hawa a.s. sich wieder getroffen haben.
nach dem Paradies, wo die Reue von Adam a.s. und Hawa angenommen worden ist. Alhamdulillah, Allah hat uns hier ermöglicht, dass wir diesen Ort besuchen dürfen. Ein Ort, wo der Prophet a.s. zu seinen 100.000 Gefährten seine Abschiedspredigt gehalten hat und gesagt hat, den Koranvers, dass die Religion vervollkommnet worden ist. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ja, Leute, ich genieße eben kurz heute noch den Moment. Wie gesagt, wenn ihr selber hier seid und dann checkt, das selber realisiert, ich realisiere es jetzt immer noch nicht, aber man versucht es zu realisieren, was für ein gewaltiger Ort das hier eigentlich ist und was für Orte man hier allgemein in Mekka besucht. Subhanallah. Komm zu ihm und sag, Iqra. Der Prophet a.s. sagt, ich kann nicht lesen, aber er kann nicht schreiben. Leute, Asr gebetet, ich bin wieder im Ihram. Ich dachte mir, dass ich die ganze Zeit liegen bleibe. Gehe ich jetzt über Tawaf machen. Der Sheikh, der mit uns ist, Sheikh Mustafa, meinte, Tawaf das Beste ist, was wir hier machen können. Weil Tawaf genau das ist, was wir nirgendwo anders machen können, außer hier. In Mekka. Und deswegen nutze ich das jetzt aus, inshallah. Leute, ich war gerade in der Primetime. Er ist maximal voll, Digga. Ich habe komplett alleine einen Tawaf gemacht. Komplett alleine. Man wird hin und her geschubst, man wird gedrückt, man wird zerdrückt. Das juckt die nicht. Weil gestern Nacht, wo ich Tawaf gemacht habe mit Sheikh Fatih, wir haben mit die Kaaba angefasst. War schon ein krasser Moment. Ich wurde auch übelst emotional. Oder ich will raus. Alle schubsen. Ey, so und so. Keiner hat mehr Rücksicht auf den anderen so, ne? Auf einmal, tack, ich flieg auf Boden. Ich flieg gegen die Kaaba und ich flieg so an der Kaaba so dran. Ich so, Bruder, ich bleib hier gerne liegen. Ich stehe auf, ich flieg wieder gegen die Kaaba. Ich so, Bro, ich bleib einfach da liegen. Hab mich gar nicht mehr gejuckt. So, irgendjemand hat mir so seine Hand so rausgestreckt. Hab seine Hand genommen. Ich habe ihn zu mir gezogen, wir haben dann so Seiten gewechselt und dann bin ich rausgekommen irgendwie. Aber das ist nicht mehr normal, wallah, die manchmal habe ich gar keine Rücksicht auf einen, wirklich gar keine Rücksicht. Ich habe von Asr bis Asha in der Moschee verbracht. 2 Tawafs vollbracht, Alhamdulillah. Ich bin herbe tot. Ich habe nicht mehr viel Zeit, um zu essen. Und wir machen gleich unsere zweite Umrah. Khair inshallah. Wenn ihr eure Absicht erneuern wollt und nochmal Umrah machen wollt, müsst ihr zu der Moschee, die ist am nächsten. Die müsst zu der Moschee von Aisha radiallahu anha. Und ihr müsst daran sozusagen 2 Rak'a beten. Und die Absicht neu fassen für die Umrah. Weil hier ist der Mekka-Punkt, glaube ich. Es gibt 5 Punkte davon. Und von da aus könnt ihr eure Absicht sozusagen neu fassen und nicht innerhalb von Mekka. Kein Plan von mir schaut, aber hier oben seht ihr die grünen Lichter. Schaut mal davon, wie die Männer anfangen zu symbolisch laufen. Gerne. Das sollen wir Männer machen. Leute, ich bin auch gerannt. Hab's aber nicht gezeigt, weil zu cringe. Ich geh jetzt auf die Semmler kriegen, Digga. Wir haben jetzt sehr fertig gemacht. Das ist die ehemalige Metalllauf zwischen dem Marwa und Safa. Wir haben den Sheikh belohnt. Wirklich, also der war wirklich der Hammer. Allahumma barik. Ich glaube, wir sehen mich im nächsten Video mit Glatze. Guck nicht so, Digga. Frag nicht. Frag einfach nicht. Ich sehe aus wie ein Riesenbaby mit Bowlingkugel. Möge Allah die Umrah angenommen haben. Allahumma amin. Leute, ich habe noch 2 Stunden bis Fajr.
Ich muss noch duschen. Ich will schlafen. Morgen unsere Sachen packen, weil wir um 10.30 Uhr müssen wir den Koffer abgeben. Frühstücken will ich um 9.30 Uhr. Wir fahren los um 13.30 Uhr. Bro, I'm overfolded. I'm overfoldering. Einfach. Die letzten Stunden in Mekka. Ich sag's euch, ich habe gestern, glaube ich, fast 35.000 Schritte gelaufen. Wie viele Kilometer, keine Ahnung. Ich gehe jetzt zur Moschee, verabschiede mich von der Kaaba, bete dort, gebe mir Essen und dann geht's rüber zu Medina, inshallah. Ich muss dich jetzt verlassen. Wallahi, ich würde von dir nicht gehen. Ich würde hier bleiben in Mekka, aber ich muss dich jetzt verlassen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm das nochmal ermöglicht, nach Mekka zu kommen. Wir machen jetzt eine kleine Pause, zu einer Raststätte mäßig. Das ist die Masjid. Einfach Kamera fixiert nicht, Digga. Leute, guck mal, wisst ihr, was sie hier haben, Digga? Einfach Schokobon Crispy. Ich werde davon safe 50 Stück aus Deutschland mit dem safe. Kurze Anmerkung, ich habe gar nichts mitgenommen. Habibis, wir sind Alhamdulillah angekommen in Medina. Wir gehen jetzt erstmal ins Hotel rein, checken ein, packen uns Sachen, machen uns ready, dies, das. Und dann besuchen wir inshallah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das hier ist schon besser als Mekka, Digga. Mekka, du gehst aus der Moschee raus, chaotisch, Fetzerei, alles, aber hier ruhig. Bitte schön angucken in Medina. Danke, Balchok. Ich hab zum ersten Mal mein Leben in Rose bekommen. Leute, das ist unser Hotel. Wieder eigentlich ganz Standard-Mann, hat dies, das. Aber die Aussicht ist nicht so krass wie das andere Hotel, was eigentlich geplant war. Aber dieses Hotel hat mehr Vorteile. Wir sind näher an der Moschee. Durch die Aussicht, Leute. Und die ganzen Läden und dann da. Da ist das Highlight. Die Kuppel sehen. Ah, doch, man sieht das ganz knapp. Ja. Erstmal müssen wir uns ein bisschen ausruhen, ein bisschen klarkommen auf unser Leben. Und dann geht's inshallah rüber. Ich weiß nicht, ob ihr das genau seht, Leute, aber genau da hinten ist das Grab von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich war drin gewesen. Kam ein paar Tränen raus, Digga. Ich hab darüber gesprochen. Aber ich wollte mir im Moment erst auf mich halten, Leute. Ich bin morgen, inshallah, da, dann kann ich euch das genauer zeigen. Denn für mich ist das morgen, für euch ist das erst ein paar Minuten, deswegen. Allahu Akbar. Ja, nee. Ich hab einfach Datteln geholt zur Familie, Digga. Ich bitte einfach kommen. Probieren. Ich habe mich satt gegessen. Ich bin wirklich satt, Alhamdulillah. Ich habe komplett keine Ahnung, was man so einer Familie holt, wenn man irgendwo ist. Deswegen habe ich es einfach so voll gemacht. Ja, man, ich habe vorher schon denen geholt. Die waren brutal. Von herbe lecker, Digga. Ich habe nicht auf Preis geachtet oder irgendwie auf wie viel Kilo. Habe einfach geholt. Khair, inshallah. Wenn nicht, gebe ich das irgendwelchen Leuten. Ja, Leute, falls ihr Datteln holen wollt, kommt hier hin. Al Ansar for Dates and Sweets and Premium Quality and keine Ahnung was. Das krasse ist, wir haben jetzt das geholt, auf der Tüte unsere Namen geschrieben. Die bringen das jetzt zu unserem Hotel und packen das einfach in die Lobby rein. Ich muss echt gar nichts übertragen und ich kann direkt gleich zur Moschee gehen, inshallah. Das ist krass, jeder von uns hat, glaube ich, ungelogen, wir haben, glaube ich, gerade fast 200 Datteln gegessen. Das juckt ihr nicht, Bro. Wir haben gekauft, wir haben Plus gemacht, wir haben Plus gemacht in unserem Magen. Alhamdulillah. Das ist unbeschreiblich, Leute. Das ist gerade alles von den Saudis gebaut worden. Und das war die ursprüngliche Moschee da drüben. Ihr seht hier oben, ist freier Himmel. Das war die ursprüngliche Moschee von den Osmanen damals, die es ausgebaut haben. Und da drin ist auch der Rauda-Bereich, also einfach ein Teil des Paradieses sozusagen, als ob man im Paradies betet. Wir gehen zurück ins Hotel, damit wir eineinhalb Stunden schlafen können. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns auf Fajr, inshallah. Ade.
Ich bin tot. Tot, Digga. Ich will nur mal anmerken, Leute, es ist 5.25 Uhr. Bro, einfach voll. Tausend von Leute sind hier, um das Fajr-Gebet zu verrichten. Es freut mich irgendwie sowas zu sehen, Wallah. Aber okay, wer will das nicht an so einem Ort? Was meint ihr, warum ich wach bin, Digga? Wir suchen uns erstmal einen Platz, inshallah, und dann gucken. Leute, ihr wollt einen Brunnen beten? Hm? Wallah, einfach voll. Darf ich dich zeigen? Assalamu alaikum. Es ist gerade 5.30 Uhr, Bruder, wie voll ist die Moschee? MashaAllah, kein Platz. Aber Alhamdulillah, Hauptsache Teil des, der Gemeinschaft. Es ist Jumma und ich will gerne ja, in der Moschee beten. Deswegen ich gehe schon 2 Stunden vorher los. Eine Ewigkeit später. Assalamu alaikum zu Ahmed, da kommt sein Leben. Digga, ich war schon um 10 Uhr wach gewesen eigentlich. Kurz Augen zugemacht, es ist 12 Uhr. Das Jumma-Gebet beginnt ungefähr in 20 Minuten. Ja, dann war schon irgendwie. Rein in die Moschee werde ich eh nicht mehr kommen. Es wird übelst voll sein. So voll, die haben das hier sogar abgesperrt, so ein Eingang. Die Menschen versammeln sich schon da hinten. Ich weiß aber nicht, ob das gehört trotzdem zur Moschee, aber. Alter, wie viele, mashallah. Ashhadu an la والسلام في أقواله وأفعاله وحفظه من كيد أعدائه حتى بلغ الرسالة أتم البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما Jumma Gebet, Alhamdulillah, hinter uns. Die Predigt wurde sehr schön gehalten, auch wenn ich kaum was verstanden habe auf diese Fusha Hocharabisch. Es sind so viele Menschen hier, trotzdem herrscht eine gewisse Ruhe, so eine gewisse Ordnung unter den Menschen, finde ich. Ich denke euch gerade, wenn ich das erzähle, laber ich komplett Müll, aber es ist einfach wirklich so, wenn ihr selber hier seid. So Leute, Ahmed zieht wieder in dem westlichen Look, die in Obadunia von Nightline Studios, die Habibis. Das ist schon fresh, so ein T-Shirt zu haben mit Medina so. Alle sehen so, ein Achi aus West kommt hier hin, damit sein Dien mehr Wert hat als die Dunya. Leute, ob ihr mir glaubt oder nicht, ne? Die haben hier anscheinend das 10-fache an Auswahl, was man in Deutschland hat, Digga. Ich habe mir jetzt hier so krasse Sachen geholt. Wäre noch gut, wenn ich irgendwas Normales zu essen finde. Aber gleich saß er, ich will irgendwas in meinem Magen haben wenigstens. Ich bin gerade Babypuderabteilung. So, wir wissen, Maghrib gebetet. Wir warten jetzt gerade hier an der Rauda. Wir haben einen Termin gemacht. Ja, es wurde überliefert, dass die Rauda, also zwischen dem Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sein Mimbar, also da wo er die Predigt gehalten hat, dass dazwischen so eine Art Paradiesgarten ist. Ja, dafür müssen wir leider einen Termin machen. Wir gehen dann jetzt da gleich inshallah beten. Es sind viele Leute vor uns, aber sollen uns inshallah nicht daran hindern, dort zu beten. Möge Allah es annehmen. Wunder wie in der Schule, ich schwöre. Näher gewesen gerade an dem Grab unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Leute, man spürt seine Anwesenheit. Es ist mir egal, was alle sagen, Digga.
Ich küsse seine Anwesenheit trotzdem. Ich konnte nicht weinen, nee. Da kamen Tränen, Digga, so ich war. Der beste Mensch, der jemals gelebt hat. Der Mensch, dessen Oma wir angehören. Der Mensch, der uns liebt, obwohl er uns nicht kennt. Den Menschen, die wir leben, obwohl wir ihn noch nicht kennen und noch nie gesehen haben. Genau ihn, genau er liegt da unter dem Boden. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ein bisschen shoppen. Ja, ich guck mal, was ich meiner Familie mitbringen kann. Oder mir selbst, wallah, kein Plan. Leute, gebt euch mal die Moschee am Abend. Gebt euch mal. Das ist einfach brutal. Leute, ich hab diese Gebetsteppiche geholt, die ihr gerade gesehen habt. Und noch so ein dicker Zähler, Digga. Ja, einfach praktisch, wallah. Ich find's fresh, das bockt einfach dicker zu machen, bin ich ehrlich. Ich habe mir jetzt einfach Instant-Nudeln geholt und so Cola und so weiter. Oder irgendein Trinken, das ich kenne, egal. Ich wollte eigentlich KFC gehen, aber ich bin eigentlich schon spät und ich will mich jetzt nicht voll fressen. Ich verschiebe das auf morgen, inshallah. Unser letzter Tag in Medina. Einfach so schnell. Morgen machen wir eine Bus- und Reise. Wir suchen besondere Orte in Medina. Vorstellen, es war die zweite große Schlacht der Muslime gegen die Ungläubigen. Auf dem Berg, wo ich jetzt hochgehen werde, waren Bogenschützen stationiert. Mohammed sallallahu alaihi wa sallam hat zu den Bogenschützen gesagt, bleibt oben, bis ich sage, ihr könnt runterkommen. Was haben die gemacht? Die Bogenschützen dachten, dass die Muslime schon gewonnen haben. 60 von ihnen kamen runter, 10 von ihnen blieben oben. Und dann haben die Mekkaner, also die Ungläubigen, haben dann plötzlich angefangen, noch einen Angriff zu starten. Die Bogenschützen waren halt dafür da, um die Muslime zu schützen. Das war dann nicht mehr der Fall. Und so wurde dann der Sieg der Muslime zu einer Niederlage und zu vielen, ungefähr 70 Toten. Möge damit ihnen zufrieden sein. Leute, jetzt fährt eine Moschee. Diese Moschee hat zwei Gebetsrichtungen. Kaabmäßig. Die Moschee, damals haben die gebetet Richtung Al-Aqsa. Und da wurde die Gebetsrichtung nach Mekka umgeändert. Und diese Moschee hat einfach, das sehen wir gleich, einfach zwei Gebetsrichtungen, Digga. Das ist, dann seht ihr, da betet der Imam normalerweise. Das ist die Gebetsrichtung Richtung Mekka. Und da oben, da hinten ist Al-Aqsa. Das war damals die Gebetsrichtung. Also die Menschen haben nicht so gebetet, sondern die Menschen haben noch da gebetet. Würdet ihr mir glauben, dass ich glaube, Medina ein Eis ist, Digga? Allah hat da so an dem Achi, der uns das ausgegeben hat. Leute, wir sind jetzt hier bei der Kuba Moschee, die erste Moschee in Medina. Leider sieht man nicht mehr irgendwas von dem Anfang. Schuss, Vlog. Hi, das ist der Vlog von Ahmed. Vlog oder Blog, wie heißt er? Vlog. Vlog, also Blog, Blog. Wir sind hier gerade beim Weißen Haus. Leute, mein Tipp an euch, nehmt euch am besten ein Handtuch mit und behaltet das bei euch. Bro, ohne Witz, das war einfach gerade so ein Struggle, ab das zu machen, ohne zu trocknen. Wisst ihr, was herbe Leben rettet? Die laufen einfach manchmal hier rum, holen Karton raus, Bruder, kaltes Wasser, einfach so. Verteilen die einfach so, die wollen nichts dafür haben. Man kann natürlich so Geld geben, so, aber möge Allah sie belohnen. So, Bibi, ist das vorletzte Gebet, was wir jetzt in Medina verrichten werden. Die Menschen laufen zur Moschee, alle auf einen Punkt.
alle mit einem Ziel, das Gebet zu verrichten. Einfach krass. Besseres hier zu essen, nur eine Kuppel vor uns zu haben, wo Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam liegt, einfach die letzten Stunden hier genießen. Afiert. Wenn ich essen dabei, Digga, ich würde die füttern, die Armen. Ich verfolge die ganze Zeit. Junge, Allah, ja, sick. Ja, Leute, ich chill gerade vom Hotelzimmer, weil Sheikh Fatih hat einfach meine Karte. Das war's mit meiner Reise. Wir fahren jetzt gleich los. Es wird nichts mehr Spannendes passieren, ja, ne. Ich hoffe einfach nur, dass ich nach der Umrah das Schlechte, was ich jetzt hier gelassen habe, auch hier bleibt. Dass ich das nicht mehr wieder zurückkommt. Dass ich das Gute mitnehme. Dass ich meinen Iman, meinen Glauben weiterhin stärken kann. Es war eine schöne Reise. Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Und Leute sagen, kommt nicht mit dem Argument, ihr seid zu jung oder sonst was. Ihr wisst nie, wann ihr stirbt. Ich habe mir selber gesagt, Ahmad, du willst diese Städte besuchen. Du willst diese heiligen Orte besuchen, weil du weißt noch nicht, wann du stirbst. Es ist nur eine Umrah, Leute, erstmal. So Hajj ist noch, ne? Aber es ist unbeschreiblich. Ich kann euch das nicht in Worte fassen. Und ich glaube, sobald ich in Deutschland ankomme, werde ich eh anfangen zu heulen, Digga. Weil einfach meine Seele diese Orte verlassen hat, wo sich meine Seele wohlgefühlt hat. Ich bedanke mich an Balchok, wirklich, also, ne? Ich küsse euer Herz. Wirklich, danke für die schöne Organisation. Also wirklich Hammer und ein Hammer-Erlebnis auch mit euch. Es war wirklich so, also ich kann denen damit ans Herz legen, wenn ihr Umrah machen wollt, Leute. Guckt bei euch in der Moschee, wenn nicht klappt, guckt bei Balchok. Also wirklich, Hotels waren krass, die Leitung war krass, die Schjuch, die dabei war krass. Alles, also wirklich, da gab es nichts zu bemängeln, wirklich gar nichts. Ja, möge Allah zum Glauben festigen. Das war's von meiner Reise, von meiner Umrah, Leute, von meiner ersten Umrah, inshallah. Folgen viele weitere. Macht Dua für mich um die Glatze. Ja, ich war so tot gewesen am Tag des Rückfluges, Leute. Und subhanallah, Baraka von Umrah, ich habe einfach Business Class Platz bekommen. Yay! Yeah.